Ja, von Mensch zu Mensch, einen wunderschönen guten Abend, 20 Uhr, der 26. Oktober. Bei mir war der Jingle ruckelig, ich hoffe, bei euch ist er gut durchgegangen. Ja, auf dem Sendeplan haben wir heute Madic Abdulaziz bei uns. Never, never, never give up. Niemals aufgeben. Und wir haben auch ein Video vorbereitet. Was wollen wir jetzt anspielen, bevor wir den Madic zu uns holen? Und jetzt mache ich mal kurz die Bildschirmübertragung auf. So, und ja, tauchen wir mal in das Thema heute Abend ein. Wir machen Vollbild. So, und werde mich dann auch mal kurz ausschalten. Und viel, viel, viel Freude mit dem Video. Geht nur 3 Minuten. Never, never, never give up. Du siehst es gerade überall. Negative Nachrichten. Egal, ob du dein Facebook oder Instagram öffnest oder den Fernseher anschaltest. Desinformationskampagnen, Ungewissheit, Angst und Sorge. Aber was ist es, was du wirklich sehen möchtest? Was ist es, wo deine Aufmerksamkeit hängen bleibt? Richtig. Menschen, die dir ein gutes Gefühl geben. Menschen, die positive Gedanken in deinen Kopf pflanzen. Menschen, die dir zeigen, wie du zuversichtlich und gestärkt durch den Tag gehst. Egal, was da draußen in dieser Welt gerade passiert. Zeiten wie diese bestärken mich nur in meiner Überzeugung, dass meine Forschung und Arbeit der integralen Umweltheilung durch Sphärenharmonie zu den wichtigsten überhaupt gehört, um den Weltfrieden und die emotionale Stabilität der Menschen zu fördern. Und dass wir noch viel mehr Menschen brauchen, die ihre eigenen positiven Energien durch aktives Mitgestalten mit der Welt teilen. Hast du dich schon mal gefragt, wieso du momentan so wenig von solchen positiven Nachrichten und Menschen siehst? Der Grund ist nicht, dass es nichts Schönes zu sagen gibt, sondern dass die Angst uns in ihrem Bann hat und uns paralysiert. Und es kann richtig schwierig sein, sich aus ihr zu lösen und erneut in die Liebe und innere Ruhe zu kommen. Ich spreche aus Erfahrung. Mein Weg zur Sphärenharmonie ist mit einem Nahtoderlebnis verbunden gewesen. Und ich bekam ein zweites Leben geschenkt, nachdem ich in der Wüste um Haaresbreite dem Tod entkommen war. Mein Weg zum erfolgreichen Umweltheiler durch Sphärenharmonie, der ich heute bin, war lang. Um genau zu sein, über 20 Jahre mit vielen Fehlern, Umwegen und Sackgassen. Ich bin Diplom-Ingenieur, spürte jedoch schon früh meine Aufgabe des Helfens und Heilens. Ich bin vom Persönlichkeitstyp ein Helfer. Alternativ spielte ich mit dem Gedanken, Medizin zu studieren und Arzt zu werden. In meinen 20er Jahren verbrachte ich ein Jahr in einem Ashram in Indien und widmete mich altbuddhistischen Lehren und der Meditation. Diese Erfahrung prägte mich und auch meinen Weg in der Industrie. Ich achtete stets darauf, mein Herz im Kopf zu tragen. Nach einigen Jahren erfolgreicher Arbeit bei VW und anderen großen Konzernen bin ich auf einer Geschäftsreise fast in einem Hubschrauber in der Wüste abgestürzt. Du siehst schon, mir wurde ein zweites Leben geschenkt. Was mich dieser Schicksalsschlag allerdings gelehrt hat, war, wenn man alte Wege verlässt, schärfen sich oft ganz plötzlich die eigenen Sichtweisen. Ich habe gemerkt, dass ich weder in Großkonzernen noch als Arzt meine Erfüllung finden würde. Aber ich wollte der ganzen Menschheit unbedingt helfen und dienen. Das konnte ich besonders gut auf energetischer Ebene. Denn alles besteht aus Frequenz, Schwingung und Energie.
Da ist er, einen wunderschönen guten Abend. Ich hole ihn mal rein in Majid Abdulaziz. Ja, ein Vorspann ja, einer veränderten Welt, die wir uns vielleicht sehnen. Ein schönes Video, sollte man sich anschauen. Ich gebe auch noch mal den Link hier direkt rein. Wo ist er? Da ist er. Wenn ihr, lieben Zuschauer, dieses Video 20 Minuten anschauen wollt, dann kopiert euch den Link oder ruft dieses Video auch nach der Sendung auf und ja, schaut euch das an. Es ist sinnvoll, es ist toll. Erstmal einen wunderschönen guten Abend nach Algerien heute Abend. Majid ist vor uns, man sieht ihn, man darf ihn jetzt hören und sag Hallo. Ja, hallo an alle. Ich freue mich, heute Abend live bei dir zu sein, bei Okitalk. Den Vorspann habt ihr gesehen. Das Thema ist heute Angst und wie kann man die Angst in Liebe verwandeln. Die Ursprünge von dieser Paradigma hat damals Wilhelm Reich entdeckt, indem er die Urenergie, so die versucht, sich in uns zu entfalten, ihren Weg sucht, aber durch Blockaden sich verwandelt. Und diese Blockaden sind kulturell, sind von Erziehung, sind von Regierungen, dass wir dann gespalten sind. Und auf einer Seite ist die Liebe. Und das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, wie viele denken. Wilhelm hat etwas Großartiges entdeckt. Er hat gesagt, das ist die Angst. Und wir leben in turbulenten Zeiten im Moment. Jeder muss sich richtig fest anschnallen. Alles ist bedrohlich, wo man guckt. Fernseher, Nachrichten, Zeitungen. Sind viele Fake News, sind viele Sachen, die uns in einen Zustand der Angst bringen wollen. Meine Aufgabe ist das eine Technik, weil viele Leute können nicht meditieren oder sind weit davon. Und wenn man in Angst drin ist, sieht man die Welt durch eine Angstbrille. Alles ist verzerrt. Und man tendiert dann, die Mehrheit zu glauben, die noch nicht erwacht ist, die nicht wacht. Weil was passiert im Moment ist sehr krass. Und ich habe Techniken entwickelt. Ich bin an sich als Regelmacher bekannt. Das war der Anfang damals in der Wüste. Und durch meine Forschungen habe ich Sachen entdeckt, nebenbei, die mich dann auf diesem Welt für Frieden, für, wie sagt man, Transformation der Menschen. Ich habe damals in der Wüste, jeder kennt die Geschichte, denke ich, es waren viele Artikel darüber geschrieben worden, be like a Salat, werd wie ein Salatkopf. Ich hatte einen Hektar Salat gepflanzt und ich wollte die Botschaft damals, wo ich diese Entdeckung gemacht habe, ich habe dann gesagt, isst mal Salat. Wenn ihr Salat isst, werdet ihr wie ein Salatkopf. Und ein Salatkopf trägt sein Herz im Kopf. Ja, und diesen Zustand möchte ich ermöglichen, weil das Herz ist Liebe, das ist göttlich, es schwingt auf eine andere Schwingung, wo dann die Angst automatisch verschwindet. Es gibt viele Autoren, die darüber geschrieben haben, weil ich komme aus einer esoterischen, ich war ja viele Jahre unterwegs, um Meditation zu lernen, habe Meister gehabt in Indien und die mich das gelernt haben, sich im Herzen zu verankern, die Welt durch mein Herz zu sehen und mein Inneres wahrzunehmen, zu spüren, so dass ich dann in einem Zustand der inneren Zufriedenheit mich befinde. Und meine Arbeiten, wie ihr die gesehen habt, sind alle intuitiv. Es gibt eine äußere Wissenschaft und es gibt eine Wissenschaft, eine äußere Wissenschaft könnte ich nennen, wie
explosiv einfach. Alles, was wir im Moment erleben, diese satanische Welt, diese satanische Technik, die einen Riesensprung nach vorne genommen hat, ist explosiv. Explosiv, das heißt, wenn wir ein Fahrrad nehmen, ein Rad davon, wir haben ein Zentrum, wo die Speichen alle sich zusammentreffen, und außen sehen wir, das Rad dreht sich mit einer größeren Geschwindigkeit. Und wenn wir nach innen gehen, zum Zentrum, zu der Achse, ist die Bewegung null. Das ist die explosive Art der Energie. Wenn wir Motoren bauen, diese Motoren müssen wir mit, Le Châssis auf Französisch sagt man, einfach alles unter die Haube und so, dass es nicht uns um die Ohren fliegt, weil die Kraft zu groß ist, ist explosiv. Ja, unser Denken ist explosiv, unsere Liebe ist explosiv. Wie Schauberger sagt, wir bewegen falsch. Die implosive Energie, also Schauberger hat viel damit gearbeitet, ist wie die Spirale. Ist die Spirale, wenn wir eine Badwanne haben, wir lassen Wasser raus, ist eine Gulli da, wo Wasser rausfließt, wir merken, am Außen ist die Bewegung ganz langsam und wenn sie im Zentrum ist, ist sie sehr, sehr schnell, also turbulent, sehr schnell. Das ist die implosive Energie, die uns die Natur einfach gegeben hat, ja. Und diese Energie, die verschleißt nie, die, man sagt sogar, je mehr man davon Gebrauch macht, umso mehr wir davon haben. Und die andere explosive Energie, die wir haben zurzeit, unsere Zivilisation, ist anders. Verschleiße, das ist entropisch, sagt man. Das andere hat man auch einen Begriff dazu gegeben, Negenentropie. Ja, das heißt, Negenentropie, es altert nicht und so, und es wird immer vorhanden und die ganze Welt, das ganze Universum funktioniert implosiv. Und das Wissen, das innere Wissen, ist auch so, diese Implosion. Das heißt, wenn wir vom Verstand weg sind, zwei Sachen bekommt man, wenn man zur Welt kommt, die sind automatisch in uns. Das ist das Instinkt, das haben auch die Tiere. Das heißt, es muss mich über die Angst bringen, um mein Leben zu retten, wenn ich in Gefahr bin. Das ist implosiv. Und wenn wir zum Beispiel das über den Verstand nehmen, der Verstand versetzt uns in falsche Ängste. Ja, ich kann einfach sagen, es hat heute Nacht oder es klopft heute Nacht an meine Tür. Ich habe Angst, ich kann nicht aufmachen. Ich mache die Tür auf und die Angst ist nicht da, ist niemand. Das heißt, das ist alles fiktiv. Es ist nicht real, diese Angst. Wir erschaffen sie, wir leben da drin und das benutzt der Deep State. Es gibt da Studien, es gibt viele so Mind Control, es gibt Montauk-Projekte, es gibt Phoenix, es gibt zahlreiche, kann man im Internet finden, wo sie das Verhalten von Menschen studiert haben, um ihn in Angst zu versetzen, um ihn zu manipulieren und zu versklaven. Das heißt, Versklavung findet nicht statt, was weiß ich, im Raum oder in Gefängnissen, sondern im ist drin einfach. Das ist ja das Schlimme, wir merken das nicht, weil wir glauben alles. Also ich habe gesagt, zwei Sachen bekommen wir, wenn wir zur Welt kommen. Das ist einfach den Instinkt, der ist unten. Dann gibt es eine, wie sagt man, Barriere und da drüben gibt es die Intuition. Die Intuition ist das innere Wissen. Und das innere Wissen ist göttlich, es ist mit der Natur. Daran kommt man, wenn man in einem Zustand der Liebe ist, in meditativen Zustand, also tiefe Meditation, wenn man seine Arbeit liebt, wenn man seine Forschung, die man macht, so macht, dass man so wie Sorba wird.
Ihr kennt ja den Film von Sorba, der Grieche. Er hat zu seinem Chef, der ihn eingestellt hat, ja, ich arbeite für dich, aber eins kannst du nicht über mich bestimmen, ist meine Musik, meine Bouzouki, meine Gitarre. Wenn ich tanze, bin ich mein eigener Herr. Ja, und das symbolisiert das ganz schön, ja. Wenn du arbeitest, wenn du zum Beispiel zeichnest, wenn du malst, wenn du kochst und du bist in diesem Zustand einfach, tiefer Zustand im Herz verankert, die Zeit bleibt still. Was hindert uns, diesen Zustand zu erreichen? Das ist der Verstand einfach. Der Verstand, der uns alles vorgaukelt, der Verstand, der die Gedanken endlos produziert in unserem Kopf und wir können die nicht stopfen. Es gibt ein Buch, was ich damals, glaube ich, 3-4 Mal gelesen habe, von Eckhart Tolle. Jetzt empfehle ich jedem zu lesen, der diesen Zustand der Angst so, wie sagt man, wahrgenommen, dass er sich als dual wahrgenommen hat, er selbst und ein Ich. Und er kam dahinter, nur eins kann existieren. Und dann ist er über diese, wie sagt man, Barriere rübergegangen und er ist dann in diesem intuitiven, meditativen, erleuchteten Zustand gekommen. Und das, was er da beschreibt, er sagt, plötzlich waren die Gedanken weg. Das heißt, wenn du in diesem Zustand bist, du bist nicht im Stress, du kannst zentriert arbeiten, du fühlst die Liebe und die Liebe implosiv gibt dir mehr Energie, je mehr du davon Gebrauch machst. Und heute Abend werde ich euch von diesen Zuständen, die ich selber erlebt habe, die mich dazu geführt haben, meine Arbeiten und die Geräte und zum ersten Mal heute Premiere bei OkiTalk gebe ich einfach dieses Wissen einfach raus, damit die Leute verstehen, wir brauchen keine Angst zu haben. Dieser Zustand kann jeder erreichen. Ja. Klaus? Ja. Ja, ich kann einfach mich nur direkt erstmal anschließen. Das waren nur ganz tolle Einführungsworte für den heutigen Abend. Du hast eine PowerPoint-Präsentation hast du vorbereitet für deine Arbeit. Und ich würde sagen, weil die Zeit ja schon voranschreitet, dass wir damit anfangen. Ja, ich fange an. Hier sind die Pläne von diesen Maschinen, diese implosiven Energie zu erkennen von der Sphärenharmonie. Das sind ein paar Skizzen. In der Mitte sieht man eine, die ich in Kärnten in Österreich damals platziert habe. Da ist eine Blume des Lebens und ein Srientra. Gehen wir zur nächsten Folie, damit ihr seht ungefähr, wie das aussieht. So, man muss ein Becken bauen und in diesem Becken kommt eine Technik sozusagen, die dann Tesla, Schauberger und Wilhelm Reich mit einfließen lassen. Und damit ihr diese Orgon-Energiefelder und so versteht, worum es geht, wie so eine Sphärenharmonie aufgebaut wird. Nächste. Ja, da sind hier ein paar Elemente, die ich immer benutze, in verschiedenen Ordnungen. Das ist die Flower of Life, also die Blume des Lebens. Das Rientra-Kristall, demnächst mache ich auch über jede von diesen Elemente explizit sozusagen eine Einführung oder einen Vortrag, weil jede ist sehr wichtig. Das sind die Resonatoren, die ich damals nach Kosirev entwickelt habe. Kosirev ist ein russischer Mathematiker, der, wie sagt man, das Glück hatte, durch seine Beobachtungen die Echtzeit der Sternhimmel zu
Er hat sich gedacht, das Licht braucht 300.000 Kilometer die Sekunde, um uns zu erreichen. Das heißt, wenn wir einen Stern sehen, was wir heute im Himmel sehen, es ist ein falsches Bild, weil das Wahre hat sich verändert, weil das Licht braucht viel Zeit, um uns zu erreichen. Vielleicht das ist dann ein Himmel, was wir vor 1 Million Jahren gesehen haben. Dann hat er eine Art Teleskop, Teleskopspiegel entwickelt, wo er dann gedacht hat, ich fotografiere jetzt den Himmel mit meinem Kosirev-Spiegel. Und er hat das gemacht und er hat eine ganz andere Himmelskonstellation gehabt. Und er konnte sich das nicht erklären, also Andromeda und die anderen Sterne, Konstellation, Große Bär, Kreuz des Südens, die waren ein bisschen anders. Aber da er Mathematiker war und er konnte rechnen, er hat dann gewusst, die Lichtgeschwindigkeit und so, und er hat ein paar mathematische Formeln benutzt und berechnet, wie sähe der Himmel aus heute, ja, nach meinen Berechnungen. Und er hat dann die Sterne platziert. Er hat einen Computer und konnte sich da die Arbeit ein bisschen leicht machen. Es hat lang gedauert. Und dann, als er seine berechnete Konstellation gesehen hatte, es war genau die Konstellation, die er mit seinem Kosirev-Spiegel einfach fotografiert hatte. Er kam aus dem Staunen nicht. Das heißt, was er da berechnet hat mathematisch und sein Spiegel, es war der Sternhimmel in Echtzeit. Und damals habe ich mir gedacht, weil ich viel mit Hermes Trismegistos gearbeitet habe, Pyramidenenergien, also ich hatte ein breites Fachwissen und Hermes Trismegistos hat damals viele Gesetze gehabt, also 7, wo er dann eine davon ist, le travail par analogie, also Analogiearbeit. Das heißt, wenn du Strom nicht verstehst, wie es fließt, wie es durch die Lampen geht, kannst du dasselbe machen mit Wasser und Wasserhähne statt Lampen und so, kannst du das machen. Da dachte ich, okay, heutzutage eine Zeit, wo Gewalt, wo die Menschen nicht mehr romantisch sind, wo die Handys, wo die andere Geräte haben, da ist man zu Fuß zum Pferd gegangen, zum Pferd. Die Geschwindigkeit, also Reichgeschwindigkeit, dauerte Tage, Monate von A nach B. Heutzutage haben wir Flugzeuge, 2-3 Stunden ist man woanders. Das heißt, unser Leben ist auseinander sozusagen geworden, so dass wir hektisch geworden sind. Ihr könnt euch schwarz-weiß Filme sehen von damals, Romantik, wo ein Herr spazieren geht, da kommt eine Dame vorbei, einen kleinen weißen Handtuch fallen und der Herr bückt sich neben dem Handtuch und gibt es zurück und küsst die Dame die Hand und richtig Romantik pur oder Abendessen mit Kerzenlicht, sowas gibt es heute nicht mehr. Man sitzt in der Küche, jeder hat sein Handy oder in der U-Bahn und man ist isoliert auseinander. Diese Schumanns-Frequenz, habe ich mir gedacht, die muss zurück, weil die war ja damals 7,8, also die Schumanns-Frequenz, die bis 50 Kilometer hoch geht, einfach über der Erde. Das bestimmt das Leben von Pflanzen, von Tieren, von Menschen. Jetzt ist sie bei 13. Und ich dachte deshalb diese Hektik, ich muss einen Weg finden, um die Schumanns-Frequenz zu fangen und wieder einfach strahlen zu lassen, wie in den 60er oder 50er Jahren. Und das habe ich dann dank Kosirev, er hat den Sternenhimmel einfach in Echtzeit. Und ich konnte, es ist mir gelungen, nach vielen Versuchen bei meinen Arbeiten ein Gerät zu bauen, der diese Schumanns-Frequenz einfach fängt und dann wieder verteilt, so dass, wenn man in der Nähe von diesen Geräten oder die strahlen auch aus 180 bis 500 Kilometer,
die Leute spüren diese Harmonie, die sind anders, die spüren Liebe, die spüren Romantik, die spüren, dass die, was weiß ich, eins sind mit der Natur, ja. Nächste Folie. Aha. Warte. Ich sehe mich im Großbild jetzt. Ja, ja, ich habe dich deswegen groß geschalten, weil du am Reden warst und die Folie. Okay. Kannst du auch diese Folie im Großbild machen, wenn du kannst. Ne? Okay, mache ich, dann sind wir aus dem Bild. Ja. Das mache ich gerne. So, machen wir es ganz voll. Das ist für mich einfacher zu lesen. Hier will ich euch heute Abend in eine wunderbare Reise mitnehmen. Von Anfang, wie ich anfing, das alles zu machen, zu entdecken. Und ich zeige auch ein paar Geheimnisse von meinen Anlagen. Weil später will ich ja eine Akademie ins Leben berufen, wo jeder das lernen kann und dazu beigetragen kann, dass das, wie sagt man, auf der Welt, diese Schumannsfrequenz, diese Liebe, das Gegenteil von Angst, einfach zu verbreiten. Wir machen ein Netzwerk, wo jeder die Möglichkeit hat, das zu multiplizieren und auch mitzuarbeiten und Teil von dieses Netzwerk ist, ja. Weiter. Ja, hier seht ihr die Tesla-Spule, die umrandet die Blume des Lebens. Und diese Tesla-Spule ist sehr wichtig, weil die gibt Leben an dieser Torus, was da entsteht. Das zeige ich euch ja auch später. Das ist das, was diese Piezo-Strom durch Induktivität einfach schafft, ja. Diese leider hat Hanin uns den falschen Dings geschickt hier in Englisch, aber ich denke, die Leute kennen Englisch. The flower of life is connected to the external Kosiref Resonatoren, habe ich vorhin erzählt. Kupfer spielt auch eine Rolle und die Technik funktioniert, haben wir öfters probiert. Nächstes Bild. Voilà, ein paar Punkte hier in Rot sieht man, wie wir die Spirale dann zu den Kosiref-Spiegeln einfach verbinden. Und hier seht ihr grosso modo so eine Grafik, wo die Resonatoren, wo das Bassin ist, wo das Wasser fließt. Da gehe ich dann später auf sowas nochmal ein, ja. Weiter. Was man dazu braucht alles, wenn man das gemacht hat. Im ersten Bild sehen wir, dass wir die Kupferspirale einfach bedecken mit Zement. Später die verschwindet ganz, weil diese Anlage, die ist so konzipiert, implosiv, dass sie über 1000 Jahre geht. Das ist wie die Pyramidentechnik einfach. Die ist zeitlos. Und ich möchte nicht, dass man da die Spirale entdeckt. Und wisst ihr, wenn man im Verstand ist, die Leute versuchen alles kaputt zu machen. Wilhelm Reich wurde im Gefängnis gestorben oder verstorben. Tesla, viele Wissenschaftler. Ich habe über 500 Wissenschaftler einfach studiert, die was Wunderbares erfunden haben und zum Wohle der Menschheit. Aber die sind alle den Bach untergegangen einfach, ja. Weiter. Wenn man jetzt technische Fragen hat, Leute, die Zuhörer, ich gehe jetzt ein bisschen schneller, weil es sind viele Folien und es gibt wichtigere Sachen zu wissen. Wir können dann eine Frage-Antwort machen und dann können wir auf die jeweilige Folie zurückgehen. Man muss sich nur merken, welche Foliennummer ist und sowas. Dann können wir das besprechen. Aber hier, damit ihr seht,
Alles hat Hand und Fuß, alles ist wissenschaftlich, von der, sagen wir, Chemie, von der Quantenphysik, von, wie sagt man, Nanotechnologie, alles ist eingestimmt und alles ist überdacht und es ist keine Spielerei oder was, ja. Weiter. Ja, hier sind verschiedene Teile zum Beispiel, die mit Energie eine Rolle spielen. Das ist diese virtuelle Pyramide einfach. Das ist wie die Pyramide von Gizeh einfach, die Cheops-Pyramide. Und die ist genauso eingerichtet und ist auch im goldenen, wie sagt man, Zahl einfach, die Dimensionen sind alles berechnet und wenn wir die machen, dann die stimmt dann mit dieser Frequenz von den Resonatoren von Kozyrev und mit dem Wirbel des Wassers und mit dem Auffangen, also induktiv, piezo strommäßig, das dann über das Kristall von Srientra übergeht und das Torus dann formt. Dazu haben wir auch Animationen. Hier links steht, also wenn man so ein Becken baut, muss man Plastik vermeiden, weil so einen Fall hatte ich bei Berlin. Ich nenne jetzt nicht seinen Namen. Der hat in Dänemark, weil es günstig war, ein Riesenbassin aus für Fische, glaube ich, aus Plastik. Er hat es platziert und obwohl ich habe Beton und ich genau die Materialienliste geschickt. Er wollte aber nicht entfernen. Er meinte, können wir das erden und so. Ich habe ihm erklärt, das ist ein Kurzschluss, da die liturgischen Kräfte der Erde einfach nicht übergehen auf das Bassin. Ja, er hat es behalten. Ich konnte ein bisschen erden. Am Anfang hat es geklappt. Es hat ein bisschen funktioniert, weil wir ein bisschen mit Wirbel und so gearbeitet haben, Wasserwirbel. Aber nach ein paar Monaten ist das dann den Bach runtergegangen und er hat das Geld einfach in Sand versetzt. Funktioniert nicht mehr. Ja. Weiter. Ja, das ist ja nur ein Schnitt vom Beton und so, für die Leute dann die Fragen. Hier, das ist ein Stück Liste, die wir dann, wenn wir einen Vertrag eingehen, wenn die Leute das nicht besorgen oder wenn zum Beispiel, wie letzte Mal in Paraguay oder in Peru oder in Ländern, wo man sowas nicht bekommt oder in Ägypten oder Mongolei, dann haben wir ein Kit, das wir dann mitliefern und mitnehmen, ja. Weiter, da sind alles so diese Kids-Sachen da. Ja, das ist, wie man die Rohren platziert, wie man die Brettern, die Löcher macht und so. Das ist ja die Stabilisatorin, das ist die senkrechte einfach Rohrenabbildung da auf der Sphärenharmonie, die dazu dient, dann das Do abzufangen, Deadly Organ, und diese zu transformieren von Chemtrails und von schädlichen sagen wir, Nanopartikel, die da rumschweren. Das Experiment haben wir erfolgreich gemacht in Ebbs in der Schweiz bei Herr Planger. Da kann man sich die Anlage angucken, kann ich gern die Adresse geben. Der hat ein Riesenkäserei da in Ebbs. Er hat einen Berg, ein Steinberg sozusagen gelöchert. Und da hat er seinen Käse drin und ich habe die Anlage auf diesen Steinberg einfach über die Käserei gebaut. Und er kam aus dem Staunen nicht. Die Anlage steht da, glaube ich, 6 Jahre und kein Chemtrails, nichts. Und seine Käse schmeckt also der Staun selber. Ich empfehle jedem, eine kleine Tour nach Ebbs zu machen. Schönen Gruß von mir und er freut sich, euch dann das alles zu zeigen, weil
diese Sachen glaubt man, wenn man davor steht und man sieht, was da passiert. Also drumherum um die Anlage, wir haben Pflanzen, das ist wie bei Urzeitgott, die wachsen und wachsen. Er kam selber nicht aus dem Staunen. Ihr könnt euch das selber da angucken. Das ist in Österreich, ist nicht weit von München. Ja, ich empfehle es jedem. Weiter. Das ist jetzt hier diese Vortex, wie das funktioniert. Einfach, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, es gibt einen Film, heißt Thrive, gibt es in verschiedenen Sprachen, wo Nassim Haramein das einfach erklären, und es gibt sehr schöne Animationen auch. Und hier werde ich versuchen, euch zu erklären einfach, wie das bei mir in meiner Sphärenharmonieanlage funktioniert einfach, ja. Das hier rechts oben unter Okitalk könnt ihr ein Bild sehen. Da nicht das, das ist das Torus, da, das hier, ja, das, da, da, das Torusbild hier, unter dem ersten Okitalk einfach hier, oben, rechts, rechts hier, das kleine Bild unten, darunter. Ja, darunter, das hat ein Wissenschaftler mit seiner Frau entdeckt damals und berechnet und so, wie unser Herz auch, wie ein Torus ist. Unser Herz ist nämlich keine Pumpe, die das Blut überall pumpt und so. So ein Irrsinn arbeitet nicht wie eine Pumpe nach explosive Energie, sondern ist Implosionstechnik, ja. Und dasselbe benutze ich auch bei mir. Okay, weiter. Voilà. Jetzt, das ist eine Animation hier. Die muss man starten irgendwo. Voilà. Dann könnt ihr die Felder sehen. Warum rechts drehende Wirbel? Warum links drehende Wirbel? Einfach, wir haben einfach die Metallwipes, die in der Mitte sind, einfach, die das abfangen. Dann haben wir die Pyramide virtuell einfach plus die Resonatoren. Das ist die heilende, wie sagt man, Frequenz, die das einfach ermöglicht. Dann haben wir die Kupferspirale und die Aktivierung, Verwirbelung des Wassers nach Schauberger. Das erzeugt das Vortex, einfach das Torus einfach. Und das, diese Information zu programmieren und zu steuern und in eine Frequenz zu halten, die dann alles ermöglicht. Wir brauchen so eine Art Reaktor, das ist das Rientra. Und das immer lebendig hält und so, das ist die Blume des Lebens einfach. Ein bisschen kompliziert, aber ich habe es jetzt ein bisschen einfach gemacht. Ich habe gesagt, ich werde demnächst Vorträge, vielleicht bei Okitalk, über jede Element einfach, wo ich dann das genau erklären kann. Nächste Mal. Anna. Hier erkläre ich, warum Wilhelm Reich damals Probleme hatte mit Becken und weil wenn er das Do mit seinem Cloudbuster, was ich Himmelsakupunktur nenne, zieht, dann ist das Wasser übersättigt und ist schädlich an Do. Deshalb sind viele seiner Mitarbeiter erkrankt an diese Organ. Energie, konnte dann Flüsse nehmen. Es ist schwierig, aber er konnte das leichter machen mit dem Organ, mit diesen Krankheiten. Und mein Verdienst ist, dass ich etwas gefunden habe, wo ich Tesla und Schauberger integriert habe, dass ich ja immer ein sauberes, hochlevitiertes Wasser habe und einen unschädlichen Cloudbuster, ein Himmelsakupunktur sozusagen, ja.
Und meine Geräte sind nicht schädlich und die sind clean und die produzieren das positive DOR, das POR. Ja. Weiter? Ja, da kann man sehen ungefähr, wie das einfach geht. Es wird erklärt da einfach Tesla und COSIREF mit den Resonatoren, die produzieren die richtige Frequenz, ja, und daraus kommt ein positives Orgonenergie, also positive Orgon, und das andere ist Deadly Orgon einfach, ja, wir haben das einfach versucht durch eine Animation zu bringen, über die Schumanns Frequenz, die sehr, sehr wichtig ist, die ich damals dank den Resonatoren von COSIREF einspeichern konnte und eine, Moment, hier erscheint ein Bild, ja, okay, auffangen kann. Die Schumanns Frequenz ist bei 7,8. Also wir leben, wenn wir im Alpha-Zustand sind, wach und so, dann kommt Theta, Beta, wenn wir meditieren, schlafen. Ja, aber die Schumanns Frequenz ist uns wohlgesonnen, ja, ist höher als diese Zustände, und die beeinflusst uns, die beeinflusst das Leben. Ja? Hallo? Es wird gefragt, was das POR in diesem Bild bedeutet, was das heißt. Das positive Orgon, POR. Positive Orgon. Okay. Ja, und das andere ist Deadly Orgon, DOR. Mhm. Ja. Dankeschön. Ja, und diese 7,8 Frequenz, also ist uns wohlgesonnen. Wenn man durch HAP das manipuliert, was man zurzeit tut, es ist schädlich für uns. Noch dazu die 5G, sogar Vögeln fallen vom Himmel und so, weil die desorientiert sind, die erleben Probleme mit ihrer Atmung und so. Diese Maschine bringt uns wieder in den Zustand einfach, wo wir dann sagen wir, angstfrei sind, diese 7,8, eins sein mit der Natur, mit dem Göttlichen, verstehst du? Du spürst das und das macht dich gesund. Auch in Zeiten wie jetzt, wo wir Corona-Lügen ohne Ende haben, mal kommt eine Sache, die sie aus dem Labor Wuhan oder woanders bringen, aus, und inszenieren da Szenarios. Es gibt sogar Filme, die 1992, 2003, ich habe mir eine Serie angeguckt, wo das alles schon dokumentiert ist, was wir jetzt erleben. Letztens habe ich ein Asterix, Obelix Heft in der Hand gehabt und ich lese, ein Typ da drin heißt Corona. Coronavirus oder so, ja, also komischer Namen, ja. Ja, und es ist wichtig, sich über diese Schumanns Frequenz Gedanken zu machen, weil ich arbeite viel. Wenn ihr wisst, zum Beispiel 639, das ist ja die Zahl von Tesla 369, also er hat viel darüber geschrieben, ist die Herzchakra, ja. Wenn wir das erreichen durch Meditation. Wenn wir zum Beispiel die 432 in der Musik, das ist das Solfeggio, da sind die Zahlen da bei den Resonatoren. Kannst du die PowerPoint wieder einblenden? Du hast sie jetzt weg. Voilà, ja, ein bisschen großes Bild. Ja, ja, ich habe das absichtlich gemacht, weil das Bild die ganze Zeit steht und man sieht nur ein stehendes Bild. Ja, okay. Ja, und ich sage, 432 ist das Solfeggio, das uns wohlgesonnen ist, aber die Mafia, der Deep State, die Satanisten, die haben versucht, diese Frequenz zu ändern auf alle Instrumenten zurzeit. Die ist bei 442, glaube ich. Man hört zwar Musik, aber das ist diabolisch, ja.
Und das ist nicht tiefe, wie sagt man, Musik. Also die Frequenz 500, glaube ich, 28 ist zu klein hier, ist für Liebe, ja, die wollen wir erreichen. Und dann haben wir wieder statt 639, wir haben das höchste, also die 963, das ist pineal gelandet, das ist unser drittes Auge. Oder wie sagt man, wir haben da eine, wie heißt diese, la glande pineale auf Französisch, Zirbeldrüse. Und die Zirbeldrüse, wenn sie die Größe soll und ist nicht verkalkt durch Zahnpasta, Fluorid und sowas, was die versuchen bei uns zu machen, diese spielt eine Rolle von ein Dirigent bei einem großen Musikstück, wo die dirigiert wirklich alles in unserem Körper einfach. Die ohne die Zirbeldrüse wird nichts funktionieren. Ja, ja. Dadurch hier werden wir dann von schlechte Gefühle, von Angst, von einfach befreit. Und das macht diese Maschine. Es gibt eine große Sphärenharmonie, die Reichweite ist 500 Kilometer. Die kann Chemtrails, die kann diese Zustände einfach der Liebe und so erzeugen. Die kann Communities an sich sammeln. Ich habe viele Erfahrungsberichte bekommen, wo die Leute sagen, die haben eine Veränderung gespürt, Vögel kommen, das Wetter hat sich verändert, stabilisiert, der Himmel ist klarer, ja, und die spüren spirituell auch noch tiefer in sich selbst, ja. Und die, also die großen Sphärenharmonien, die kriegt nicht jeder. Das heißt, man muss eingeweiht sein und die Leute suche ich aus. Die sind auch dazu sehr teuer. Da kann sich nicht jeder das leisten. Aber die kleinen empfehle ich jedem. Also die kann man im Garten aufstellen und die werden sich an den großen automatisch dann anbinden durch Resonanzeffekte. Und wenn man, sagen wir, drei in seine Nähe hat, ja, 50 Kilometer weit so auseinander, Effekt ist fast gleich wie ein großer Anleger. Bedarf gehe ich dann später ein. Weiter. Ja, die Charakteristiken, die ich dann vorhin erklärt habe, also Luft, Boden, Wasser und organische Materie sind harmonisiert. Die Frequenz bekommt dieselbe, so wie in den 60er. Alte Blockaden können bei Menschen einfach beseitigt werden. Erfährt Heilung der Natur, Boden und der Atmosphäre. Die Stimulation von der Energie einfach ist auch auf, wie sagt man, fließt, ja. Die Pflanzen, habe ich vorhin erzählt, die sind in ihrem Wachstum auch unterstützt und diese sagt man, Urzeitgott von Luc Bergen ist ja ein schönes Buch, kann man da auch erleben. Chemtrails are dissolved, die sind weg. Harp kann uns manipulieren. Das heißt, auch wenn wir an der Schumannsfrequenz arbeiten, sind wir nicht betroffen. Ja, die Leute fühlen sich ernst genommen, fühlen sich war selber und die erwachen, ja, die Chakras sind aktiviert, ja, wir haben eine Anlage, die das genau beschreibt, mit den Chemtrails in Kaiserslautern bei Herr
Ermel, ja, der ist Architekt, der hat eine wunderschöne Anlage da, Anliegen, also Hotel und mit riesen Parkanlage, wo die Sphärenharmonie da steht, und er hatte damals viel Probleme gehabt mit Harp, mit dieser Chemtrails, dass die Kunden weggeblieben sind, weil er befindet sich in der Nähe von einem Militärflughafen, ein amerikanischer, der ist in der Nähe, ich weiß jetzt nicht den Namen, wo die ganzen Drohnen und so einfach geparkt sind, in der Nähe von Kaiserslautern, ja. Und er hat, als er die Anlage bekommen hat und überzeugt war, einen Verein gegründet. Und dieser Verein ist jetzt, glaube ich, groß geworden. Die treffen sich regelmäßig und verbreiten das Wissen, und die Leute kommen und erleben das hautnah, was diese Anlage macht. Und es gibt auch Kunden, die von denen kommen, die auch eine Anlage bekommen oder ein Mini. Ja. Weiter? Das war vielleicht Rammstein, was ich sagen wollte. Rammstein, genau, danke. Genau, ja, ja. Ja, ja, hier habt ihr zum Beispiel eine große Anlage, die funktioniert genauso wie eine kleine Anlage. Und ihr seht, wie das pocht, wie ein Herz einfach, und produziert das Thorostat dank der Kupferspirale und der Wasserspirale, die entgegenseitig einfach laufen. Weiter. Die Zeit geht, ja, schnell, ja. Ups, nicht da weiter. Du hast rückwärts gemacht. Voilà, noch ein Stück. Ja, hier wollen wir über die Schumannsfrequenz. Also, ihr seht hier eine Abbildung. Ja, ihr könnt auch auf Internet, es gibt Seiten, die den aktuellen Stand von den Schumannsfrequenz auch zeigt, weil es verändert sich. Bis 55 Kilometer weiter. Ja, dieser Schumanns, wie sagt man, Schaltkreise, die man benutzt. Du bist vielleicht zu weit gegangen mit der, guck mal, eine zurück. Nee, ist richtig, weiter, da kommt danach ein Bild, ja, wo man das sieht. Ich habe mich mit den Kathedralen und mit den Orten, die auf den Leylines stehen, diese Energiepunkte einfach, weil für mich Gaia ist das Prinzip der Erde, das ist ein lebendiges Organismus, und deshalb habe ich den Cloudbuster umbenannt damals in Himmelsakupunktur. Und genauso wie einem Körper zum Beispiel Energiepunkte gibt, wo man Energie reingibt, einfach Tonisierung heißt das, und wenn man Energie abzieht, Sedierung, ja, hat man auch durch diese Kathedralen, hat man auch Schaltkreise der Schumannsfrequenz, die man, also wenn man Tesla kennt, kennt man auch diese Schaltkreise, die er gebaut hat, die dann das bestimmt haben. Sieht man hier auf dem Bild ein Kathedral, la Kathedrale de Chartres in Frankreich, die hat auf dem Boden so ein Schumannsfrequenz, einfach Schaltkreis, das hier nachgebaut ist, links, ja. Gehen wir ein Stück weiter. Ich habe da ein Bildmontage gemacht, das ihr seht, das ist dasselbe, was hier elektronisch dargestellt wurde, ja. Und die Schumannsfrequenz, wie ich das durch den Kusireps gemacht habe, ich bin andere Wege gegangen, ja, per Analogie, aber die Leute hatten mehr Wissen. Das heißt, wenn man in die Zukunft gucken will, und so, man muss das Wissen unserer Vorfahren, also Pyramiden oder Inka oder einfach wahrnehmen, weil das ist ja ein riesiges Wissen, was uns da vorenthalten wird, wenn man nur nach dem Vatikan guckt, viele Bücher, die richtig das Wissen beinhalten, die sind im Verborgenen, die werden da einfach nicht preisgegeben.
geben, einfach. Aber ich habe andere Quellen, wo ich bin ja seit 2000 Jahren oder 98 dabei, viele Forschungen nachgestellt in dieser Richtung. Und ich sage euch einfach wirklich, es ist auch so, alles, was wir wissen, ist richtig, ist nicht richtig, ja, es ist falsch, ja. Man muss anders denken, ja. Die Sonne ist nicht heiß, zum Beispiel, ja. Das hat auch Schauberger damals in seinen Werken gesagt, da habe ich gestaunt. Aber wenn ich dann nach dieser Theorie gegangen bin und meine Erfahrungen dann auf diesem Weg gebracht habe, kam ich nicht aus dem Staunen, ja. Weiter. Das ist diese Schumannsfrequenz mit den Geräten, wenn ihr seht, dann versuchen wir das nochmal abzufangen, zu harmonisieren, ja, dass es dann überall wirkt. Deshalb versuchen wir ein Netzwerk auf der ganzen Erde, wo wir dann diese Anlagen dann bauen. Wir haben im Moment von den großen Anlagen, glaube ich, zwischen 50 und 60 überall auf der Welt, also Mongolei, Ägypten, China, Algerien, Portugal, Spanien, Deutschland, ja, und es werden mehr. Weiter. Ja, hier wird eingegangen über diese Delta Frequenzen, Theta, Relaxation, in welchem Bereich sie sich befinden, zum Beispiel, wenn man denkt, wenn man Probleme hat und so, da ist man zwischen 13 und 38. Das heißt, im Moment befinden wir uns auch in dem Bereich. Wir sind hyperaktiv, ja, und in Angst, ja. Weiter. Hier, wie man die Chemtrails einfach löscht, haben wir auch in Kaiserslautern, ja, haben wir gesagt. Weiter. Wir haben nicht viel Zeit. Hier habe ich eine Anlage gebaut bei dem Bäckermeister hier und zeigen wir einfach einen kurzen Film, wie wir das gemacht haben, ja. Wie wir messen, wie wir dann das einfach platzieren. Wir versuchen dann alles zu realisieren nach den Maßstaben, wie man die Kupferspirale dann nach Fibonacci einfach goldene Zahl einfach abwickelt, ja. Dass die dann exponentiell und dann so, und dann man glättet sie, dann kommen die COSIREF-Leitungen, die werden dann geschweißt in eine bestimmte Ordnung, dass die dann steigend sind einfach und dieser Piezostrom durch Induktion einfach produzieren, wie man dann die Rohren, die müssen magnetisch sein. Das ist galvanisierter Stahl. Haben wir noch Zeit, Klaus? Ja, wir haben noch 15, 16 Minuten. Ja, sehr gut. Dann, es geht gleich zu Ende. Und dann können wir dann Frage antworten und so das anders gestalten. Ja. Okay, dann machen wir das so. Ich sehe schon, der Henning ist bei uns, der vielleicht was erfragen möchte. Genügt mir mal die Bilder der Bau dieser Sphärenharmonieanlage. Ja. Und bitte, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt einfach an Majid Abdulaziz hier nochmal eingeblendet die E-Mail. Und er freut sich sicherlich. Und natürlich unser Telegram-Kanal dürft ihr auch gerne folgen. Majid, ich werde dann gleich dieses Video beenden, wenn diese
Bilder natürlich zu Ende sind. Ja, kannst du weitergehen zur nächsten Folie. Gucken, was. Ja, was kommt? Das ja, ist jetzt eine Sequenz. Kannst du nicht? Nein, kann ich nicht. Ich denke schon. Ne? Ah, aber Moment. Moment, doch, ja, geht. Ja, kannst du. Ja. So. Ja. Jetzt lädt er noch. Das ist kein Video, das ist ein Schlusswort. Mhm. Ja, the secret of change is to focus. Das heißt, dass wir unsere Energie auf einfach das Alte finden, damit wir das Neue bilden können, ja. Er lädt und lädt. Ja, mach weiter einfach. Ja, mal gucken, ob. Mhm. Ja, das ist jetzt fertig, okay. Da kommen wir jetzt wieder zu Bild im Bild, wo wir dann ein paar Fragen oder als okay, Leute. Ich habe versucht, mich an die Zeit zu halten, die du da gesagt hast. Ja, jetzt frage ich dich aber nochmal, Maciej, wir haben ja mittlerweile so starke Wetterphänomene mit extremen Harpangriffen, so sagt man mittlerweile. Man sieht es ja mittlerweile europaweit. Mhm. Und es wird ja auch eine Technik mit Energie auch eingestellt, damit dieses Harp-Projekt ja funktioniert. Das ist ja enorme Energie, vermute ich, was sie da einsetzen. Ja, wie kann so viel Energie mit einer im Endeffekt in der Natur belassenen Sache, wie du jetzt uns vorgestellt hast, diese Wirkung erzielen, dass das stärker ist, zum Glück sage ich darauf hin, weil die Manipulation nicht gerade positiv für uns ist. Ja, die machen diese Manipulationen, weil die Ebnes jetzt satt, dass sie wie damals hat man sich gegenseitig mit Waffen bekämpft. Dann kam die Atombombe, was ein Fake ist, die ist ja nie gebaut worden. Das benutzt man nur so politisch, dass es sowas gibt. Es gibt andere Sachen, die viel mit Wettermanipulation zu tun haben. Also HAP ist eine Teil davon. Das ist ja Geoengineering. Aber wie du kennst ja den Schmetterling-Effekt, ja, und die Resonanz und so, die haben ein Wissen, die können jegliche Sache erreichen, ob mit Tsunami oder Erdbeben oder mit Regen oder die haben die Technik heutzutage leider und die greifen da ein, ja, weil diese Leute, die arbeiten gern im Hintergrund, im Dunkeln. Die wollen nicht nach vorne. Satanisten, die vergewaltigen Kinder, benutzen Adrenochrom, was gewonnen wird unter Stress und Angst von Blut von Kindern. Also diese Chrom, was du benutzt da, Google Chrom ist finanziert auch diese Sache. Deshalb benutze ich ihn. Dieses Thema ist das letztendlich. Voilà. Wer sich damit auseinandersetzt, hört die Technik auch ist auf. Da. Ja, die Technik ist da, aber durch diese Umkehrung der Schmetterling-Effekte haben wir es geschafft, durch die Sphärenharmonie das abzufangen. Verstehst du, das in einem Umkreis von 180 Kilometer bis 500 Kilometer Ruhe herrscht. Verstehst du, dass die Leute sich in Kommunikation kommen und in Liebe. Weil in diesem System, wenn du weißt, 1952 ist das Hochseerecht einfach ins Leben gerufen, nachdem die FED 1913 auch geschaffen wurde, dass man keinen Mensch mehr auf der Erde hat, sondern, wie sagt man, fiktive Personen einfach, ja, GmbHs und so. Sache voilà. Und so weiter. Voilà. Und deshalb ist wichtig, dass man ein Community, eine Gesellschaft schafft, wo bis dahin kann das System nicht greifen. Und deshalb, wenn Leute sich um diese Sphärenharmonie noch dazu tun, verstehst du, und die bleiben klar im Kopf, dann können auch wie letztens bei den Riesenwiesen oder wie heißt das, wo diese Überschwemmung war und keine Hilfe kam und so was. Ja.
Voilà, das war damals auch bei Katharina in der Louisiana da unten. Das war, die haben das da auch erprobt, verstehst du? Um zu sehen, wie die Bevölkerung reagiert, wie weit die gehen können, wie viel sterben und. Aber wenn du in so einer Situation nicht im Herzen verankert bist, dann verfällst du auch diese, sagen wir, Aggression. Und das haben ja die Deutschen letzte Mal, indem sie sich gegenseitig geholfen haben. Und die sind nicht in Angst verfallen. Und die haben ja nicht nach Hilfe von Feuerwehrleute und sowas gewartet. Ja, ja, die haben die dann sind die ja anderen fast gar nicht gekommen. Die sind ja fast alle gut gekommen, die Retter. Ja. Die waren zwar da, hatten aber keinen Einsatzbefehl. Und das war auch ein großes Problem. Ja, siehst du, aber wenn meine du Frage, dann... Martin, ja. Meine Frage ist, die wollen ja mit Hab eine dementsprechende Manipulation erzielen. Ja, das Ziel haben sie. Und du machst ja mit deiner Sphärenharmonieanlage eine Harmonisierung. Mit anderen Worten, das ist ein Gegenmittel, ein Schutz. Ja. Aber reagieren sie auf dich? Werden sie, wenn du die Pläne durchstreifst bei ihnen? Nein, nicht im skalaren Bereich. Ich habe ein zweites Leben geschenkt gekriegt in der Wüste. Das heißt, ich bin kein mehr, der Angst hat. Verstehst du? Ich habe den Tod erlebt. Ja, und ich kann es dir da nicht erklären. Das ist ein Zustand, nicht der Gleichgültigkeit. Oder ihr könnt mich mal oder so. Meine Aufgabe ist, Sterne zu bieten und viele Leute wachzurütteln einfach. Ja, weil das ist alles eine Illusion, diese Angst. Guck mal, du bist an diese Erde gebunden. Du bist Teil davon. Diese Erde produziert eine Schumannsfrequenz. Das heißt, diese Schumannsfrequenz ist mit dir verbunden. Verstehst du? Wenn sie die Schumannsfrequenz ändern, ändern sie dich. Verstehst du? Das ist mein Gedanke. Aber wenn ich eine Anlage habe, die dich stabilisiert, dann können sie. Verstehst du? Und du bleibst gleich. Aber das wissen die nicht. Verstehst du? Ah, okay. Das ist aber die Technik. Jetzt wissen sie es vielleicht, wenn sie hier zuschauen, sage ich jetzt. Ja, wenn die das wissen, jetzt ist sowieso zu spät. Verstehst du? Jetzt haben sie verloren. Es gibt jetzt so viele Bewegungen. Es gibt Wissenschaftler, die damals einfach gesagt haben, wenn ein Zentrum erreicht ist, dann gibt es automatisch um, in das Gegenteil. Die haben mit Liquidierung von Gase gearbeitet, wo dieses Phänomen gesehen haben. Ja. Nobelpreisträger, also Wir haben einen Gast da, das ist der Hedding aus Peru, ist dazu geschalten. Guten Abend nochmal nach Peru, heute Algerien und Österreich. El Condor Massa. Mikrofon, Henning. Ich liebe Peru, Titicacasee, und ich war auf dem Machu Picchu. Da habe ich auch gearbeitet. Ja, auf dem Machu Picchu war ich noch nicht, aber ich lebe schon seit 8 Jahren hier in Peru. Ja. Und ich habe hier in Peru in Nazca die Doppel- oder Endloslinie-Spirale untersucht und auch die dazugehörige Urkultstätte Caral. Ich weiß nicht, ob dir das sagt. Ich kenne das. Ich habe Luftaufnahmen gesehen. Ja, und aber zu dieser Spirale in Nazca gehört die 500 Kilometer entfernte Anlage von Caral. Dort gibt es auch 2 Spiralen, eine rechtsdrehende und eine linksdrehende. Sehr gut. Die eine Spirale ist in einen Stein eingebrannt, die ist nur handflächengroß, also so 10 Zentimeter. Und die andere Spirale ist aus 12 Pyramiden in Spiralform aufgebaut. Okay. Ja. Und der Axel Klitzke, der war letztens auch hier beim Klaus, der hat was erzählt davon, dass ein Parabolspiegel unter der Pyramide in Ägypten ist. Ja, und in der jugoslawischen Pyramide, da hatten wir gestern in meiner Sendung Natur in ihrem Wirken einen kurzen Beitrag dazu gehabt. Da ging es darum, dass also die jugoslawische Pyramide einen Strahl aussendet. Ja, ich kenne der Typ, der das entdeckt hat.
Wir haben zusammen Vorträge gehalten und der hat mir erzählt, von dieser Strahl, von der Pyramide, von den Kristallen, die da sind, ich glaube von Bosnien oder so. Die bosnische, ja genau, die bosnische Pyramide, die größte, die man derzeit kennt auf der Erde. Und dieser Strahl, der da rausgeht und dieser Parabolenspiegel und der Axel Kliske hat mir auch Zahlen bestätigt, die ich auch rausgefunden habe, die in dem ägyptischen Plateau da enthalten sind. Mhm. Die Zahlen richten sich nach biometrischen Maßen, also sprich nach der Atmung, die wir am Tag machen. Wir machen 25.920 Atemzüge am Tag im Schnitt. Ich meine, speziell, der eine ist schneller, der andere ist kürzer, aber danach, beziehungsweise ein Atemzyklus ist, oder ein Atemzug ist ja auch ein Zyklus. Ja. Und dieser natürliche Zyklus ist auch mit dieser Erdfrequenz verbunden, mit der Schumann-Frequenz. Ja. Und ich arbeite eigentlich auf dem Gebiet der Gewaltforschung. Und habe mit dem Kubabu-Institut in Wuppertal zusammengearbeitet bezüglich der Gewaltminimierung. Okay. Ja. Und ändere deine Atmung, dann du änderst dein Verhalten sozusagen. Nein. Ich habe gesucht nach der Ursache zwischen Gewalt und Ursache aller Kriege oder aller Gewalt. Ja. Ja. Interessant. Ja, und da bin ich also auch über die Spiralen hier in Caral und in Nazca zu einem sehr interessanten Ergebnis gekommen, dass eben alles Frequenz ist und die kosmische Ordnung in Resonanz, also alles, was an Licht ausstrahlt, geht automatisch in Kommunikation in Resonanz. Also die Ausstrahlung von Licht ist Sonar und die Kommunikation von Licht ist Resonanz. Und das Einzige, was energetisch gegen diese Harmonie agiert, sind Dissonanzen. Genau. Ja. Und auch in der Musik, ja. Ja, und Dissonanzen sind die einzige Kraft, die der Mensch erzeugt, entweder durch fehlerhaftes Denken oder Missachten des Naturgesetzes der Harmonie. Ich empfehle ein Buch zu lesen von Gurdjieff. Also das hat Uspensky geschrieben, Fragmente einer unbekannten Wissenschaft, wo er genau das sagt, was du jetzt hier erzählst, wo er über die Zyklen der Atmung der Erde, der Planeten, der Menschen, der Tiere, der ist bis tief in Mikro, also von Makro nach Mikro. Ja. Also es hat mich fasziniert damals, wo ich das gehört habe. Es ist nicht nur einfach ein- und ausatmen und sowas. Es steht eine richtige, uns verborgene Wissenschaft einfach. Das geht viel, viel tiefer einfach, ja. Ja, wunderbar. Was ich dich fragen wollte, du willst ja eine Schule aufmachen oder eine Akademie. Eine Akademie, ja, wo ich dann Leute suche, die gleichgesinnt sind. Nicht jeder kann. Er muss schon ein gewisses inneres Harmonie haben, ein Bedürfnis, verstehst du? Richtig. Weil sonst er könnte das nicht lernen. Er verschwendet seine Zeit. Deshalb, wir nehmen kein Geld für diese Ausbildung. Wir arbeiten anders, verstehst du? Ja, ich bin da in derselben Richtung wie du auch und ich habe, wie gesagt, in der Nazca-Wüste sowas Ähnliches gehabt wie du. Nur bei mir war es ein Nahleben-Erlebnis, was andere ein Nahtoderlebnis hatten. Und mir wurde, ich habe den umgedrehten Effekt. Also hatte dabei auch einen epigenetischen Umprogrammierungsprozess gehabt, den ich auch körperlich gespürt habe an meinem Körper, so eine Viertelstunde lang. Und während dieses Prozesses ist mir auch ein Bild gezeigt worden. So ähnlich wie Walter Rassel in seiner Trance Bilder gezeigt worden sind und er als guter Maler auch diese Bilder reproduzieren konnte. Ja. Und das Bild, was ich gesehen habe, habe ich 7 Jahre lang studiert und verifiziert. Also alles. Und das Bild war eigentlich nur die Bewegung vom Licht.
Alles ist Licht, alles. Alles ist Licht und die Bewegung des Lichtes ist letztendlich das, was dieses Bild, was mir gezeigt worden ist, ausgemacht hat. Und auch dieses Harmoniegesetz letztendlich ist, was kosmische Größe hat. Und das Wissen, was ich habe, um Gewalt zu minimieren, um auch wieder Freude in die Welt zu bringen, aus dem Kubabu-Institut, würde ich gerne mit in deine Schule schenken oder mit einbringen. Akademie. Super, super, gern. Also wir kommen in Kontakt mit dir. Ja. Und das war, also ich freue mich. Und Licht, ja, weil du das sagst, habe ich einmal auch so eine Eingebung in der Wüste gehabt. Ich habe einfach das Wort Licht im Sand geschrieben. Mhm. L-I-C-H-T. Mhm. Dann wusste ich sofort, das L ist für Leben. Richtig. Für Gebären. Und das T am Ende ist der Tod. Und dazwischen ist das Ego. Ich. 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 Das versteckt sich im Licht. Ja, und ja. Wenn du das verstanden hast, aus Ich wird Chi. So, es ist die Polarisierung. Wir jetzt zum Schluss kommen. Ist die Zeit. Okay. Ja, ja, ich bedanke mich. Mit uns. Wir haben E-Mail, Proton-Mail, meine E-Mails, meine viele Sachen, viele Viren, viele. Man bekämpft mich vorne und hinten, obwohl ich in Algerien bin. Und mach gar nichts. Ich sitze fest hier, warte, wann ich ohne Impfung und PCR-Test nach Europa kommen kann. Gleiches habe ich auch vor. Lieber Matschit und auch lieber Henning. Henning, wir haben gleich noch kurz Nachsprechzeit. Da kann man ja noch ein bisschen Austausch machen. Matschit hat ja auch gesagt, er würde gerne auch eine Sendereihe machen. Und das sind wir ja in der Planung. Und das wird auch wohl umgesetzt. Und die letzte Viertelstunde versuchen wir immer ein bisschen interaktiv zu sein. Und wenn ihr da draußen neugierig seid, dann meldet euch dementsprechend auf der Homepage oder im jeweiligen Artikel, wenn ihr auch mitreden wollt. Herzlich willkommen. Ja. Danke dir, Henning. Ich setze dich ins Backoffice. Ich gebe jetzt nämlich Matschit nochmal das Mikrofon und sage vielen lieben Dank dir für deine Frage. Und Matschit, der Abend geht zu Ende. Es war komprimiert. Ja, deine Worte für heute und dass wir bald wieder neu starten mit dem zweiten Teil, so sage ich. Ja, ich sage raus, raus aus der Angst. Es ist nicht einfach, weil alles denken wir uns aus und alles, was du für wahrnimmst, ist für dich wahr und wird wahr. Das heißt, deine Realität produzierst du, produziere eine positive Realität, geh nach vorne und wie Goethe das gesagt hat, Gedanken, nur Gedanken, er hat es anders formuliert, ich glaube, er hat gesagt, denk nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken, wenn du denkst zu denken, dann denkst du nur gedacht zu haben. Ja, genau. Gedenken voilà. Nicht zu haben, das Denken nur so denken der Gedanken. Wenn du denkst, dann denkst du, denkst du nicht nur, denken tust du nicht. Und wenn du denkst, dann lass den Pferden das Denken, denn die haben einen größeren Kopf zum Denken. So, voilà. Das war ein Schmäh am Rande. Voilà, genau. Ja, Matschit, dann sagen wir dann einfach mal Danke und ich bedanke mich auch, oder? Ja. Danke. Bis nächsten Mal. Schickst du mir einen Link von der Sendung? Ja. Aber sicher, du bleibst jetzt auch noch bitte im Raum drin. Ne? Ich gebe dir dann alles. Ne? Dann einen schönen Abend da draußen. Morgen geht es bei uns natürlich auch weiter. Ich schaue auch noch mal schnell drauf auf den Sendeplan. Müsste eigentlich der Thomas Bachheimer bei uns sein. Ja, ist er auch. Thomas Bachheimer, da gibt es unsere Wirtschaftsnachrichten. Und ja, es wird sich bald einpendeln in jeden Mittwoch. Und in dem Sinne, nicht vergessen, auch dieses Video zu teilen. Ihr dürft es, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr es auch teilen. Aber das, ob du es tust, ist ja. Bis dahin. Tschüss. Danke dir, Matic. Ciao. Matic. Danke. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.